So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und während ich auf den Community Raid warte, haben wir noch was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir was testen. Es ist draußen wieder mal mega warm. Ich habe im Kühlschrank mir 3 Dosen zurechtgelegt. Was das für 3 Dosen sind, möchte ich euch immer zeigen. Das ist Desperados. Das dürftet ihr eigentlich alle kennen. Ich glaube, jeder hat schon mal Desperados getrunken. Das ganz normale Desperados Original Bier flavored with Tequila, also mit Aroma von Tequila mit 5,9%, richtig eisgekühlt, richtig brutal. Guck dir die Dose an, guck dir das Hanfblatt an, guck dir einfach alles an. Neben dieser Dose habe ich gesehen, es gibt auch noch Desperados in der Gründose, Desperados Mojito. Bier mit Aroma von Tequila, Mint und Lime. Da ist also auch Klebstoff drin, das finde ich sehr gut. Der Lime passt mir am besten. Den wollen wir also auch gleich probieren. Und ich habe sogar noch einen dritten, nämlich diese rote Dose. Guckt euch das an und das ist Desperados Sangre. Ne? Bier mit Aroma von Tequila, Grappe und Speis. Da ist also Speis drin und Grappe. Das ist auf jeden Fall auch besonders und diese 3 Dosen, um die geht's hier, die halten wir jetzt mal hoch fürs Thumbnail. So, sieht das gut aus? Ist das ein Thumbnail? Ich weiß es nicht. Das ist ein Thumbnail vielleicht so. Warte mal, so. Ach, ich habe keine Ahnung, irgendwas ist ein Thumbnail. Wir fangen jetzt mal an, ganz normal mit der normalen Dose, haben wieder unser Bierglas mit dem Homer drauf. Hier steht nämlich nichts Deutsches, die haben wir nämlich im Chat, als wir in Chat waren, habe ich die gesehen und habe die einfach mitbekommen. Ich habe die hier noch gar nicht gesehen, die anderen Dosen, deswegen in Chat gewesen und gedacht, nimmst du einfach mal mit aus Chat. Wir füllen es mal dem Homer ein bisschen ein, am besten bis zu den Füßen. Dann müssen wir mal kurz schauen, dass das bis zu den Füßen geht. Das ist ja nur jetzt zum Testen, ne? Man muss es ja nicht. Oh, bist du weich. Der Adi sitzt hinter mir, jetzt habe ich mich da angelehnt und er war total weich. Das sieht gut aus, das ist schön perlig, da ist ein bisschen Schaum mit dabei. Das ist das ganz normale Desperados Original. Dann nehmen wir jetzt mal einen kleinen Schluck. Und ich habe schon den ganzen Tag und die ganze Nacht Sodbrennen gehabt. Davon wird es bestimmt jetzt noch schlimmer. Schmeckt, ja, nach Bier mit Tequila, weiß ich nicht, schmeckt irgendwie anders, als ich es in Erinnerung habe. Aber ich glaube, wenn ich Desperados bis jetzt getrunken habe, habe ich das gekauft, aufgemacht, getrunken, fertig. Ich habe das nie vorher so extrem gekühlt und ich kenne es auch nicht aus der Dose. Ich glaube, das hat ein bisschen den Geschmack von der Dose angenommen, kann das sein? Ich habe das auf jeden Fall anders in Erinnerung. Ich hatte das eigentlich besser in Erinnerung. Jetzt würde ich sagen, ja, kann man mal trinken, aber brennt irgendwie so ein bisschen und so richtig lecker finde ich es jetzt nicht unbedingt. Bin ich mal gespannt. Desperados ist eigentlich der Shit, also jeder mag Desperados, Desperados hier, Desperados da. Wundert mich jetzt auch, wieso das jetzt nicht so cool ist. Vielleicht, weil es zu kühl ist, obwohl ja alles immer kühl sein muss. Machen wir mal weiter mit Mojito, Desperados Mojito. Was das kann, was das überhaupt. Sieht von der Sache her genauso aus, oder? Ne, warte mal, hier perlt's nicht so schön. Da fehlen die Perlen, das ist ein gutes Zeichen. Wir probieren auch mal das. So, komischerweise schmeckt das mehr nach dem Original Desperados als das Original Desperados selber, wie ich es in Erinnerung habe. Gleichzeitig habe ich eine ganz kleine minzige Note eben von dem Mojito Mint im Nachgeschmack. Aber vordergründig habe ich eher das Gefühl, als würde ich Desperados trinken, als bei dem anderen. Ganz komisch. Ich weiß nicht warum. Wir werden jetzt hier auch den Rest mal probieren.
Also wer gern Cocktails trinkt, wer gern Mojito trinkt, er wird damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ich finde, das fängt diesen Mojito-Touch richtig gut ein. Schön schon fertig aus der Dose, in einer richtig coolen Dose mit einer richtig coolen Verpackung und richtig brutal und bestimmt noch mega teuer. Ich kann mich nicht erinnern, ist schon so lange her. Also probieren wir jetzt am Ende natürlich noch was? Desperados Sangre, also theoretisch Sangria. Ich bin schon so lange gestanden, das hat überall Staub angesetzt. Machen den mal auf. Ist der jetzt vielleicht rötlich? Ja, weiß Gott, der bringt eine rötliche Färbung mit. Sieht deswegen wieder komplett anders aus als der Rest. So, Desperados mit Sangre. Riecht schon auf jeden Fall sehr fruchtig, wie ein Fruchtwein oder wie ein... Ja, wie so ein Glühwein, wie ein Bärenglühwein ein bisschen. Fehlt natürlich das Minzige, hat ein bisschen was Süßliches noch. Im Vordergrund schmeckt es aber auch sehr wässrig, also irgendwie lebt das alles nur durch den Nachgeschmack, der dann auf einmal auftritt. Und hier hast du halt ein bisschen Sangrita als Nachgeschmack, aber vordergründig würde ich jetzt gar nicht merken, als würde ich Bier trinken. Für mich schmeckt das gerade, als hätte ich ein Glas Wasser mit Nachgeschmack einfach. Ich kann jetzt keine richtige Biernote daraus ziehen. Egal, an heißen Tagen heißt das natürlich, dass man das bestimmt dann gut trinken kann. Es ist auf jeden Fall nicht herb, es ist nicht bitter. Es ist einfach nur, entweder schmeckt es nach nichts und hat dann einen Nachgeschmack, einen fruchtigen oder einen minzigen. Das könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, was ihr nehmt. Also gut trinkbar ist es. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich von den drei Dosen keine nochmal kaufen, keine Ahnung. Bin da kleine Pussy und so. Aber wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr das normale Desperados bestimmt? Kennt ihr die anderen Sorten vielleicht? Schreibt es immer rein, wenn ihr alle drei kennt. Was ist eure Lieblingssorte? Oder kennt ihr vielleicht sogar noch eine andere Sorte von Desperados, die es noch gibt? Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und irgendwo auch euer Adi.